da geht's auch schon weiter mit This is the Police am 23. Juli, wo der Golden Bird schreibt, Shea Broom als oberste Staatsanwältin Freeburgs wiedergewählt. Keine afroamerikanischen Angestellten, meldet die Freeburg Tribune in der Stadtverwaltung, laut Bürgermeister. Was? Ein Versehen. Das ist es. Ja. So, und The Fact meldet, ein einflussreicher Geschäftsmann bereit, in die Zukunft der Stadt zu investieren. Ich würde sagen, wir gehen zur Arbeit. Mal gucken, wer heute wieder ist zu Hause. Bleibt Wünneberger, gestern eingestellt, heute besoffen. Nein. Birch, meine Freundin ist gerade auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen und absolut panisch. Kann ich gehen und ihr helfen? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du eine Freundin hast. Da musst du dir schon eine bessere Geschichte ausdenken, mein Freund. So, ich habe heute Morgen aus Versehen meinen Badezimmerspiegel zerbrochen. Mein Vater hat immer gesagt, das wären 7 Jahre Pech. Aber ich weiß, dass das nur Aberglaube ist. Dürften eher so 7 Stunden sein. Es wäre aber sicher besser, wenn sie mir den Tag frei nehmen. Wenn ich mir den Tag frei nehmen würde, was denken sie? Nö. So, und dann würde ich sagen, bleiben dabei. Wir bauen voll auf Grant. Kann ich Bird-Streifen wieder wegnehmen? Ach, der hat ja gar keine. So, wir sind ja eigentlich wieder in Schicht A. Müsste nicht eigentlich Schicht B jetzt Faktum sein? Leck mich mit deiner Musik. Also den Sinn muss mir meine erklären, aber gut. So, Stadtverwaltung. Feministische Demonstration. Besser als Men. Egal. Vor ein paar Monaten ist eine unregistrierte feministische Organisation in Freeburg aufgetaucht. Heute hält sie ihre erste Demonstration ab. Soweit wir wissen, wird die Organisation von ausländischen Sponsoren unterstützt und ihr Ziel ist es, ihre Leute in wichtigen Ämtern in der Stadtverwaltung zu installieren. Die Demonstration könnte in etwas Ernsteres eskalieren und wir müssen den Leuten zeigen, dass wir hier das Sagen haben. Setz Schlagstöcke und Tränengas ein, auch Schusswaffen, wenn nötig. Zeigen wir denen, wie Einschüchterung auf ganz persönlicher Ebene aussehen kann. Jawohl. So, hier gibt es irgendwas Schönes. So, muss ich jetzt schon direkt losschicken, oder was? Sie haben 4 Beamte geschickt. Ja, bisher habe ich noch niemanden geschickt. Verge führt den ganzen Scheiß an. Nimm Samadi mit. Muss ich alle schicken, oder... Ach komm, egal. Klass und Glenn und das SWAT. Und jetzt geht das los hier. So, Jack, wir haben ein Problem. Der leitenden Staatsanwalt, ja, wie auch immer, ist eine Frau. Und er sieht so aus, als wäre sie auf der Seite der Feministin. Sie könnten da auf ernste rechtliche Probleme stoßen. Wir gehen besser auf Nummer sicher und fälschen Beweise, um sie vor einer möglichen juristischen Verfolgung zu schützen. Das hätte euch auch nicht ein paar Minuten früher einfallen können? So, Beweise gegen Egmund Imund Glenn. Wir werden die Aufzeichnung eines Telefongesprächs fälschen, in dem einer ihrer Beamten sagt, dass er Frauen hasst und nicht abwarten kann, ihre Gesichter in blutigen Brei zu verwandeln. So, Beweise gegen Christopher G. Sand. Nee, gegen Sand kann ich nicht machen, weil die Mafia, der stehe ich nahe. Ihr habt ja auch gehört, es war eindeutig Glenn. So, psychologischer Test übrigens. Mr. Boyd, Ihrer Psyche geht es gut. Siehst du, die Geschichte war top. Ich mache mir nur Sorgen um Ihren Stresslevel. Meine Forschung haben ergeben, dass Beethovens Musik das Nervensystem beruhigt und entspannt. Ich empfehle Ihnen, ein bisschen was in den guten alten Ludwig zu investieren. Das wird Ihnen bei allen gewalttätigen Drängen helfen, die Sie vielleicht empfinden. Ich empfinde keine Gewalttätigkeit, du blöde Wieso ist das überhaupt ein Typ? Ich hau dir die Fresse! Stadtverwaltung. Ja, gut, dann sagt mir, was ich tun kann. Dann könnte ich das auch. Ermittlungen. Können wir denn hier jetzt mittlerweile schon mal wieder was machen? Ah, guck mal, das ist jetzt andersrum. Aber hilft nichts. Ermittlungen beginnen. So, Beasley und nimm mal Arms mit. Jetzt müssen wir hier mal
voranmachen. Morgen läuft die Frist nämlich ab. Ja. Also ich würde sagen nein, aber Glenn hat gesagt ja. Huch. Geiselnahme mit Johnson, Jürgen und Katz Anwaltskanzlei. Ein unzufriedener Klient hat eine Anwaltskanzlei mit einer Pistole betreten, einige Angestellten als Geisel genommen und ein Gespräch mit dem Partner der Kanzlei verlangt. Diese verschlagenen Juden, Terrassendesolf, kann ich so schreien, haben mich reingelegt. Die haben mir alles Geld abgenommen und am Ende ist mein Sohn trotzdem ins Gefängnis gegangen. Ja, das ist unglücklich, aber jetzt auch nicht zu ändern. Aber das können wir natürlich nicht gutheißen. So, Mafia-Auftrag. Jack, heute haben wir das Rubinovic-Casino etwas um 12.40 Uhr. Wir wollen doch nicht. Nee. Ich habe hier eh Stress und viel zu tun. So, kann ich hier übrigens mal. Keine freien Plätze. Kann ich hier was machen? Ein Tag. Morgen können wir über das nachfordern. Die Sands brauchen im Moment nichts. Kann der Stellvertreter irgendwas regeln hier? Im Moment sowieso keine Kohle für, dann lassen wir es mal laufen. So, Verkauf von gestohlenen Waren, Ermittlungen haben. Jing Yang regelt alle Geschäfte immer persönlich. Der chinesische Geschäftsmann Bu Husu kam letzte Woche heimlich in Freeberg an. Er ist davon überzeugt, dass die Halskette im 17. Jahrhundert seiner Familie gestohlen wurde. Ist doch verjährt, oder? Yin Yang gibt in der Regel vor, ein normaler Restaurantgast zu sein und sagt vorab dem Käufer, an welchem Tisch er zu finden ist. Bu Su zieht es vor, ohne Fahrer und Leibwächter zu reisen, um nicht viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Yin Yang besteht darauf, den vollen Preis vorab zu erhalten und arbeitet nie mit Bargeld. Ja, das Bargeld lacht. Brandstiftung. Eine junge Frau hat während einer Vorführung einen Brand Weinburger, auch wenn er besoffen ist. Was? Oh. Gut. Da habe ich gar nicht gewusst, dass der... Skandal! Ich habe keinerlei Hinweise dafür, dass der betrunken gewesen sein könnte. Unfassbar. Ja, wenn der sich tot fährt, So, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Passt. Also, oh. Das war doch... War das nicht? Ich bin ja noch völlig fertig. Ich hatte keinerlei Anzeichen, dass dieser Detective getrunken hatte. Also ich kann übrigens, neuen Detective einstellen. Für die Schicht A. Für... Was? Der ist doch tot! Also, hätte ich das gewusst, hätte ich die natürlich gar nicht den Dienst antreten lassen. Aber sowas ahnt natürlich nicht, ne? Bis aber heute installieren wir einen neuen Spielautomaten, die Super Magdalena 3. Das letzte Mal, als wir einen neuen Automaten hatten, haben ihn die Kids schon am ersten Tag beinahe zerstört. Das wäre super, wenn sie uns ein paar ihrer Leute schicken könnten, um die Kids unter Kontrolle zu halten. Ja, Birch und Samadhi. Ich hoffe, da können sie nicht viel falsch machen. Danke, Christopher. Ja, du Gott, weiß doch. Der Täter ist entkommen. Ach, war da ein Überfall? Oh. Gut. Ups. Blöd gelaufen. Oh, verdächtige Person. Sam Jones Krankenhaus. Eine schwangere junge Frau hat wegen eines verdächtigen Gynäkologen angerufen. Ich muss mich schnell husten. Entschuldigung. Den sie in einem Wartezimmer getroffen hat. Der Arzt verhielt sich sehr seltsam und versuchte, die Frau zu einer Abtreibung zu überreden, obwohl sie bereits im fünften Monat war. Unter Tränen erklärte sie, der Arzt sagte, dass er mich für nur $10.000 vor den Parasiten in meinem Körper retten würde. Ja, wer kriegt die $10.000? Sie, er oder ich? Ich weiß es nicht. Komm, es ist wieder ein Job für meine besten Männer, hätte ich fast gesagt.
So, Danny Grenier, alles lief super, Boss. Tatsächlich haben wir schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Wir haben ihn bei Hellfighter die Hosen ausgezogen. Ja, das ist das Richtige für Birch Junior. Danke für Ihr Ja, bitte. Jederzeit wieder. So, Erregung öffentlichen Ärger in the Ghetto. Die Hausfrau Takara Montez beschwert sich oft bei der Polizei über ihre Nachbarn, die permanent Krach machen und often Kämpfe organisieren. Was sind denn often Kämpfe? Ja. Und die Angelegenheit nie mit ihrem Nachbarn besprechen. Sie hat heute erneut bei der Polizei angerufen, nachdem sie aus der Wohnung Knallgeräusche und laute Schreie gehört hat. Laut ihr leben 6 oder 7 Leute in der Wohnung. Ja, das gut. Was ist denn hier eigentlich mit den Ermittlungen? Passiert da noch mal was? Das wird langsam knapp. Offengestanden. Ich habe vielleicht zu viel Zeit vertrödelt am Anfang. Der Arzt hat die Polizisten bemerkt, sich ein Skalpell geschnappt und voller Selbstüberzeugung gerufen. Kommt nur! Kommt her! Kommt zu mir, Altschauerberg! Nein. Ich befreie eure Seelen aus dieser verdorbenen Welt. Taser. Ja, nicht mit Manganera und Grant. So, die Staatsanwaltschaft der Stadt hat Grund zu der Annahme, dass sie ihre Entscheidungsgewalt während der heutigen feministischen Demonstration überschritten haben. Sie werden für eine offizielle Befragung einberufen. Was ich? Das war Glenn. Ich hoffe, die kommen heute mit der Ermittlung noch weiter, sonst haben wir verkackt. Die Sens brauchen Hilfe. Jack, wir werden eine große Liga. Ja, na klar. Zack und zack. Warum Verstärkung? Oh, Birch. Birch regelt. Vergewaltigung. True Color Hotel. Es ist ein Anruf an einem Hotelgast eingegangen, der sich Sorgen um die Rufe einer Frau im Nachbarzimmer macht. Für mich klingt das so, als würde jemand vergewaltigt, sagt die verängstigte ältere Frau. Oh je. Wozu habe ich hier eigentlich zwei Detectives eingesetzt? Dafür, dass hier gar nichts weitergeht? Müssen wir schnellstens noch regeln. So, wir brauchen jetzt einfach mal irgendwie. So. Schließen. Verhaften. Aber kann ich erst, wenn der Cops da sind? Daniel und Samadi. Die Tür zu einem der Zimmer im ersten Stock steht offen. Dahinter lässt sich ein großer Mann aus, der eine weinende junge Frau an der Kehle gepackt hat. Er schlägt sie ins Gesicht und schreit: Schnauze, du Hure! Ich hab dich bezahlt, also sei still. So, Kniekehlen schlagen. Die Frau konnte sich befreien, aber ihr Zuhälter stürzt sich auf den Mann und es bricht ein neuer Kampf aus. Ja. Pfefferspray einsetzen. Der Mann stößt den Zuhälter zurück und hechtet plötzlich aus dem Fenster. Die Treppe nach unten rennen. Jeder gefasst, Beamte unversehrt. Das ist ein Top-Team. McNamara Junior und Grant. Hier, guck dir mal an. Hier, McNamara Junior und Birch Junior. Und jetzt vergleich die beiden mal bitte. Ne? Da kommen ganz traurige Wahrheiten auf. Schließen. So, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Ja, ist ja super, dass die vier das tatsächlich hingekriegt haben. Die Erregung öffentlichen Ärgernisses ohne Tote und ohne Verletzte zu regeln. Ich bin stolz auf euch, Männer. Wenn ich könnte, ich würde euch allen einen Orden.
So, haben Sie die wenigstens noch verhaftet? Täter gefasst. Zack. Fall geschlossen. Aber gerade noch so, ne? Schließen. Gang zerschlagen. Ah, ich hätte ihn mal vorher festnehmen lassen sollen, ich Idiot. Hätte doch Geld gebracht. Das nehmen wir an. Jack, machen Sie weiter mit der guten Arbeit und Ihre letzten Tage bei der Freeburger Polizei werden deutlich angenehmer werden. Ja. So bin ich. Jetzt warten wir noch, bis Sie zurückkommen. Machen Bird Junior noch seinen Kakao warm. Ja, und dann beenden wir den Tag. Jeder Ihrer Angestellten erhält ein wöchentliches Einkommen, die noch leben jedenfalls. Aber wenn Sie den Papierkram begraben, können Sie das Geld vom Einkommen aller verstorbenen Polizisten einstreichen. Solange Sie auf dem Papier lebendig und gesund sind, wird die Stadtverwaltung absolut gesunde Schecks drucken. Winneburger. Der war ja noch nicht lange da. Wir müssen das jetzt genau prüfen, was da vorgefallen ist, weil ich möchte auch, dass das schonungslos aufgeklärt wird. Dass keiner gewusst hat, dass dieser Beamte angetrunken zum Dienst erschienen wird, das muss schonungslos aufgeklärt werden, lückenlos und regellos. Und deswegen müssen wir das erstmal prüfen. Boss, ich habe gekündigt. Ich will einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja, was sagt deine Familie dazu? Mieslichen 710er! Ist der doof? Ich kann es nicht ändern. 710er! So, was ist denn in den Zeitungen heute zu lesen? Polizei hüvbetit, hüvbetit. Gang von Antiquitätendieben aus. Polizei beendet feministische Protestaktion. Ja, ein Skandal. Das war alles. Ich habe den Namen vergessen des Polizisten. Das ist ein Skandal, sondern das gleichen Arbeitslosenanteil der Stadt fällt unter 1%. Naja, ein Detective gehört ja in Zukunft dazu. Ich glaube, ich muss niesen. Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall mal zur Arbeit, weil das ist ja irgendwie eine Anhörung, ne? War da nicht was? So, mein Hund hat Geburtstag. Ich will den Tag mit ihm im Park verbringen. Kann ich frei haben? Ja, natürlich. Natürlich können Sie frei haben. Meine Katzen haben abgelaufene Sahne gegessen und hatten die ganze Nacht Durchfall. Inzwischen geht es Ihnen besser, aber ich würde gern den Tag über bei Ihnen bleiben. Kann ich den Tag frei haben? Natürlich gerne. Ey. So, komm, wir machen mal Stressbewältigung. Wen sollten wir? Beethoven sollten wir, ne? Haben wir was von Beethoven? Chopin, eingespielt durch Xuan He. Komm, das hören wir jetzt. Schöne rote Schallplatte. Meine Katze hat Durchfall. So, vergessen Sie nicht, das bevorstehende Treffen mit den Staatsanwälten vorzubereiten. Ja, ist doch klar. So, den Helden beschützen. Robert McNamara Jr. ist heute ein Held. Das ist für mich schon immer ein Held gewesen. Nachdem er den ertrinkenden Senator Wallace Green aus dem Fluss gezogen hat, die Stadt hat auf Empfehlung des Senators hin beschlossen, diesen vorbildlichen Beamten auszuzeichnen. Die Zeremonie ist für den 27. Juli vorgesehen und die Veranstaltung wird für die Presse sowie Mr. Greens Familie offen sein, die der per Polizei persönlich danken will. Die der Polizei persönlich danken will. Irgendwie ist der Satz falsch, oder? Egal. Gehen Sie sicher, dass dem Beamten kein Unglück passiert, damit er ohne Probleme bei der Zeremonie erscheinen und seine Medaille entgegennehmen kann. McNamara Junior heute ist Bürodienst. Auch der arbeitet sowieso nicht. So, Polizeirevier. Wir können einen Detective einstellen. Wir bestellen Clemens. Der klingt fast wie Clementi. Für Schicht A war das, ne? Zack, was gibt das hier in der Stadtverwaltung Schönes? So eine freie Polizistenstelle brauchen wir. Unbedingt. Wir brauchen Polizisten. So, versuchter Mord in der Vorstadt.
Manchmal werden ihre Polizisten nur ein oder zwei Kriminelle festnehmen, aber wenn sie eine ganze Gruppe fassen, sollten sie besser einen Mannschaftswagen mitbringen. Wirklich professionelle Angestellte können ohne besonderes Fahrzeug zurechtkommen. Aber die meisten Polizisten ziehen einen Mannschaftswagen vor, wenn die Situation nach einem verlangt. Schade, dass das Präsidium kein Geld für einen hat. Ja, das. Geben's auf. Und Gibbons, gehen Sie mal zum Friseur. So, Christopher G. Ja, natürlich helfe ich. Jack, so ein schwarzer Gangster hat unsere Läden überfallen. Das ist gerade zu viel für uns, um uns selber darum zu kümmern. Können Sie aushelfen? Aber klar. So. Gut, dass hier die gleiche Straße klar. So, Mafia-Auftrag, Christopher G. Sands. Jack, heute haben wir um Gericht etwas bei 18:30 laufen. Wir wollen doch nicht, dass die Polizisten bei der Party stören. Ich denke, 6.000 sollten ausreichen. Wie wäre es mit 6.500? So, Lärmbeschwerde Sägemühle. Ein älterer Mann hat die Wache angerufen und berichtet, dass aus der Sägemühle seit über einer Stunde grässliche Schreie dringen. Was zur Hölle geht da vor? Was muss ich denn hier tun, um ein bisschen Schlaf zu bekommen? Ihr schaut da besser mal nach. Ja. Da das aber erstmal nur... Fährt sie erstmal alleine hin. So, versucht der Mord. Täter gefasst. Beamte unversehrt. Das ist ganz was Neues. Ja, das ist die Schicht B. Das ist nämlich meine Paradeschicht. Ich sollte nochmal Leute umschaufen. Ich sollte mal eine Paradeschicht machen. Henry G. Sand. Mr. Boyd, ich leite eine große Fahrzeugflotte und will einen Kurs für meine neuen Fahrer abhalten. Die müssen lernen, wie man sich auf der Straße richtig verhält, damit unsere Wagen für ihre Leute nicht verdächtig sind. Ah ja. Schicken Sie bitte drei Ihrer besten Beamten. Sie sollen den ganzen Tag mit meinen Leuten umherfahren und Ihnen die Feinheiten des Verkehrsflusses und der Polizeiüberwachung beibringen. Ich habe von dem Problem Ihrer Einheiten gehört, speziell von der überalteten Flotte an Polizeiwagen und würde nur zu gerne einen Mannschaftswagen spenden. Ja. Gut. Die Sägemühle wird durch einen umlaufenden Zaun von 3 Metern Höhe geschützt und die Tore sind von innen abgeschlossen. Aus dem Inneren sind Rufe zu hören. Das Tor mit dem Streifenwagenrahmen. Der Mann bedroht einen Jungen mit einer Kreise. Der Mann schreit hysterisch. Für einen tödlichen Schuss auf den Verbrecher anlegt. Man sieht es allein. Oh. Gut. Tut mir leid. So, Raub in der Apotheke. Es ist ein Notruf von einer Nachtapotheke eingekommen. Ein Süchtiger versucht, sich unerlaubt Zugang zu verschaffen. Er hat eine Apothekerin mit Gewalt bedroht und fordert, dass sie die Arzneimittelschränke öffnet. Soll sie doch aufmachen. Mein Gott, wer noch versichert sein. So, ein Bericht von Henry Sand. Chef, wir sind mit Ihnen umhergefahren und haben den dämlichen Fahrern die Grundlagen beigebracht. Für heute sind wir fertig. Inzwischen hat Mr. Sand einen neuen Mannschaftswagen geliefert. Ein echt nettes Schätzchen. Viel zu gut für die Idioten, die wir damit fassen werden. Yay! Mannschaftswagen. Mord. Achso. Ich habe keine Beamten frei. Die sind alle unterwegs zum Raub. In der Apotheke. Kann ich hier nicht eigentlich nochmal irgendwie was ermitteln? Was gibt's denn hier eigentlich?
Während der Urteilsverkündung hat ein Serienmörder namens Albert Ramirez einen der Gerichtsdiener eine Waffe entrissen und sich, nachdem er mehrere Zeugen erschossen hatte, im Gerichtssaal verbarrikadiert. Ein junger Stenograf wurde als Geisel genommen. Ja. Tja, wen schicken wir da? Ach, Mensch, verklickt. Ach, wie kann ich das denn jetzt nochmal neu machen? Wo muss ich denn nochmal hindrücken? Ach, diese Grafikeffekte machen mich jetzt auch nervlich fertig. Ich habe auch keine Beamten frei, die ich da hinschicken könnte, wenn ich wenigstens einen Mannschaftswagen hätte. Oh, Angriff, Wohngebiet. Ein Sanitäterteam wurde zu einem Mann gerufen, der sich über Schmerzen in der Brust beklagt hatte. Während sie ihn behandelten, griff der Mann plötzlich die Sanitäter an und rief etwas von pharmazeutischen Verschwörungen. Die anderen Mitglieder des Teams konnten fliehen und haben die Polizei gerufen. Das geht natürlich gar nicht. Ich würde jetzt gerne was zu Gericht schicken, wo mehrere Zeugen schon erschossen worden sind. Aber wenn auf Sanitäter angegriffen wird, da verstehe ich keinen Spaß. Ach, jetzt sind Asano und Tsubaki ja endlich frei. Die könnte ich natürlich jetzt zum Gericht schicken. Verdammt. Einmal zu spät gedrückt. Na, wir haben uns nicht geeinigt auf 6.000. Eigentlich ist mir das aufgedrängt worden. Tja. Die Tür der Wohnung, ich denke, Rettungswagen, ist von innen abgeschlossen und von drin sind unverständliche Schreie zu hören. Eine nebenanliegende Wohnung betreten und über den Balkon hinüberklettern, die Tür aufbrechen. Das Opfer liegt gefesselt am Boden, der Angreifer sitzt auf ihm eine Spritze mit einer unbekannten Substanz in der Hand. Eine Flasche Bleichmittel liegt in der Nähe. So, eine Waffe auf den Mann richten, wir sind natürlich auf ihrer Seite, erzählen Sie uns doch von dieser Verschwörung. Der Mann springt auf und greift sich ein paar Zettel vom Tisch. Hier steht alles! Alle Beweise, die Sie brauchen! Sie haben diese Medikamente entwickelt, um unsere Gedanken zu kontrollieren. Die Polizei von Freeburg wird direkt mit den Ermittlungen beginnen. Lassen Sie uns auf der Wache weiterreden. Ja. So, zack. Ja, dann beenden wir den Tag. Es ist wieder keiner gestorben. Und wir kommen jetzt zum Ende, weil ich nicht genau weiß, ob jetzt eine Cutscene kommt, weil wir jetzt als nächstes ja die Anhörung haben. Ich bereite mich jetzt seelisch auf die Anhörung vor. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei und seid bei der Anhörung auch dabei. Wir schauen einfach mal, wie das vor sich geht. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.